Moin, liebe Märchenfreunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Gamings Märchen. Mein Name ist immer noch Kenny und ich begrüße euch in der nächsten Episode von Crusader Kings 3. Heute soll alles im Zeichen der Liebe stehen. Es geht nämlich darum, dass wir eine Braut für unseren Spielerben, Prinz Horst vom Baltischen Kaiserreich, finden. Und deshalb wollen wir mal ohne lange Umschweife ihm eine Braut suchen. Bevor wir damit jedoch anfangen, möchte ich nur noch erwähnen an dieser Stelle, dass, falls seine Mutter irgendwann ablebt und unser Kurt natürlich auch, hat er sogar einen Anspruch auf das Königreich von Ungarn. Also das heißt, das Kaiserreich würde nochmal um einiges größer werden. Also da können in Zukunft schon ganz interessante Konstellationen auf uns zukommen. Aber jetzt wollen wir uns hier erstmal schauen, ob wir hier nicht eine gute Braut für ihn finden können. Mögliches Bündnis von Kroatien, mit Kroatien. Kroatien ist ja so ein kleiner Stadtstaat. Hier mitten in Ungarn drin ist noch dieser kleine Flecken Land hier. Ja, eigentlich nicht wirklich sinnvoll, wenn man ganz ehrlich ist. Weil das könnte man auch einfach sich so und dann Nagel reißen dann. Können wir bestimmt noch Ansprüche fingieren. Also deswegen jetzt dazu heiraten, halte ich für weniger sinnvoll. Relevanz, Bündnismacht, Rang. Gucken wir mal nach Rang, was einfach so den höchsten Rang hat, dass wir heiraten könnten hier. Oberhäuptlingstum von Poyama. Oh Gott, wo ist das denn? Wo ist sie denn, die feine Dame? Da oben. Ah ja, irgendwie Poyama. Das ist so, ja, so ein Vorläufer von Finnland, wa? Ja, nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Was haben wir hier noch? Ach, 44, die ist aber schon bös alt. Ach, 15, das würde eher noch hinkommen. Mitfühlend, sprunghaft, gerecht. Sprich auch auf folgenden. Oh, Herzogtum von Athen. Attika, Bütin und Puja. Okay. Wer ist sie denn überhaupt? Ich würde mir die junge Dame gerne etwas genauer ansehen wollen. Sie hat Ansprüche ohne Ende, aber sie ist halt auch in Anführungsstrichen nur eine Herzogin, ne? Da wir jetzt ein Kaisersohn sind, so eine Herzogin wäre dann ja eigentlich schon. Fast schon, um es mal gelinde gesagt auszudrücken, unter unserem Stand. So kann man es gut ausdrücken. Aber schon Bürgermeister. Puh, das ist ja sehr ernüchternd leider, das Ganze. Schweden. Königreich von Schweden. Kinder. 26. Die Prinzessin ist schon verheiratet. Ach, mit meinem Sohn. Mit Ottokar. Ja, bitte. Hat Ottokar auch eine richtig gute Partie gemacht. Das muss man ihm ja mal lassen. Sind die auch schon Kinder sogar? Ja, tatsächlich. Enkel von König Arne. Aber das können ja gar nicht Ottokars Kinder sein, wenn ich das so sehe. 3 Jahre alt? 5 Jahre alt? Nee. Okay. Okay, okay. Schweden, die ist auch schon verheiratet. Okay, schwedisches Königshaus ist abgegrast. Wie sieht es denn im Herzogtum von Finnland aus? Tochter. Hat auch keine Ansprüche, nichts, ne? Ist auch landlos. Ah. Verheiratet ist eh schon. Oh Mann, das könnte schwierig werden. Wie sieht das denn hier mit Tevien aus? Der hat doch auch eine Tochter hier. Aber, ja. Ja, nee. Nee, schwierig. Hier komische. Ah, sollen wir hier nochmal irgendwo rein? So. Prinzessin. Enkelin. Will seine eigene Nichte heiraten, ne? Das sind ja theoretisch alles seine Nichten. Natürlich schwierig, ne? Das ist natürlich schwierig. Mal ganz davon abgesehen, dass die alle schon verheiratet sind. Aber sie noch nicht. Neugierig, hinterlistig, ungeduldig, aber gerecht. Hübsch, fruchtbar, kerngesund. Ha! Okay. Aber es wäre ja natürlich am besten, wenn wir irgendwie jemanden finden, der tatsächlich auch einen Anspruch hat auf irgendwas. Können wir hier nach auch so ein bisschen gucken? Summe aller Werte, Meinung von euch, Alter, Ränkespiel, Bildung, Bündnismacht, Relevanz. Ah,
Ich will ja keine Bündnisse. Bündnisse sind mir recht egal. Ich würde bloß gerne, glaube ich, ein paar Ansprüche auch durchsetzen wollen. Stoki, das wollte gerade sagen, also eine Enkelin, oder nicht? Verheiratet, ich verbindet. Ach, das ist die Sohn, die Tochter von unserem ersten Sohn, glaube ich. Genau, hier. Von Herbert, der Fuchs. Seine Tochter, die ist auch noch nicht verheiratet. Der hat ja auch keine Ansprüche auf nix, ne? Schwierig. 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 Was hier? Korsika. Spindeldür. Nee, so was will ich mir gar nicht erst in die Familie holen. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, König. Oh, die Königin von Dänemark. Sie hat Ansprüche. Ah, aber ein Klumpfuß. Gut, ist natürlich nicht so fein, aber. Hat Ansprüche. Ich glaube, auch wenn das ein Klumpfuß ist, aber trotzdem mitfühlend, fleißig, großzügig, ein Schwindler, das finde ich sieht ziemlich gut aus. Ich glaube, das könnte was werden. So, wieso kann ich die jetzt hier nicht auswählen? Warum funktioniert das nicht? Heirat arrangieren. Mit meinem Sohn, Spielerbe. Na, so rum wird's doch was. Prachthochzeit geht nicht. Ich bin auf einer Reise. Regenten können nicht an einer Prachthochzeit teilnehmen. Okay. Aber Prinzessin Ranghild, die hat Ansprüche auf Königreich von Dänemark. Da spielen sich jetzt ja schon wieder verschiedene Sachen gerade in meinem Kopf ab. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wir müssen jetzt erstmal unsere Reise beenden, bevor wir eine Prachthochzeit beginnen können. Dann machen wir das mal. Wir untersuchen mal das Schiffswrack unterwegs. Was haben wir gefunden? 225 Gold, die nehmen wir auch mit. Dann mal schnell nach Hause. Jawohl, unser neuer Vasall folgt jetzt auch dem katholischen Glauben. Sehr gut. So, schnell nach Hause. Wenig schneller. Eile ist geboten. Das wird mir gehören. Nee, brauche ich nicht. Das ist mir zu schrottig. Da brauche ich nichts. Zum Duell gefordert. Nach meinem Sieg könnt ihr weniger wertvoll sein. Gucken, was ist denn das? Kann der denn was? Geht so. Das ist ein Igidor. Norwegen. Zack. Ihr gewinnt den Kampf. Gut. Sehr schön. Endlich sind wir da. Hoffentlich. Jetzt sind wir da. Pausieren. So, jetzt habe ich es. Meine Güte. Okay. Nee, doch nicht. Jetzt habe ich pausiert. Meine Fresse. Okay, jetzt sind auch gleich hier wieder die nächsten Sachen fertig geworden, was auch schon mal gut ist. Dann können wir auch gleich die nächsten Investitionen wieder tätigen. Aber jetzt wollen wir hier erstmal eine Hochzeit vorantreiben, hoffentlich. Wenn es denn nicht zu spät ist. Ehepartner? Nee, die ist das nicht. Oh. Müssen wir jetzt nochmal hier rüber Ehepartner finden. Dann gehen wir hier nochmal durch. Da ist sie. Titel: Earltum von Angus. So, und dann machen wir eine Prachthochzeit draus. Wir kriegen beide sogar 500 Prestige. Also das heißt, ne, er heiratet ja eine Prinzessin als Prinz. Perfekt, sauber. So. Wird annehmen. Machen wir. So. Könnten auch hochhalten, aber hat sich gerne die vorgeschlagene Verbündnis an. Euer Sohn Erbe Horst und meine Mutter Ragnhild gehen den heiligen Bund der Ehe ein. Möge Gott ihnen ein langes Leben und viele Kinder schenken. Ich freue mich auf die versprochene Prachthochzeit. Versucht nicht, mich zu enttäuschen. Ach, wart, keine Sorge.
So, dann, wo haben wir denn hier unseren Sohnemann? Verlobt. Jetzt will ich mal kurz hier ihren Familienstammbaum ein bisschen aufklären. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. So, König Svensson von Dänemark. Das ist ihr Vater. Das habe ich geschnallt. Okay. Und sie hat selber auch schon zwei Kinder. Okay. Die Ansprüche haben, sei es drum. Ist in Ordnung. Aber wer sitzt denn jetzt hier gerade auf dem dänischen Thron? Die haben doch gar nichts miteinander zu tun. Svend Estridsen von Dänemark. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Erik Svensson von Dänemark. Ja, wir ziehen jetzt mal die Hochzeit durch. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. So. Wollen wir doch mal schauen. Da. Dann Prachthochzeitplan. Ja, Mensch, die warten auf mich. Bestätigen. Wir wollen sie dann auch feiern in. Poh, wo wollen wir denn mal feiern? Machen wir doch mal hier. Wismar. Da wollen wir mal feiern. So, und wir wollen uns erholen. Ich glaube, das ist für uns wahrscheinlich gar nicht schlecht. Das ist für uns, glaube ich, auch gar nicht schlecht. Ja, und wir klotzen natürlich. Kleckern nicht. Ne? Wir gehen mal hier richtig. Wir mal richtig Geld in der Hand. So. Genau. Prachthochzeit beginnen. Was? Bereits an einer Aktivität teil? So, Prachthochzeit. Ich glaube, ich bin schon wieder verwirrt gerade. Mal schauen. Abbrechen. Nee, möchte ich nicht. Abbrechen. Das passt schon alles. Aber warum kann ich denn nicht? Warum kann ich denn nicht? Habe den Ort gewählt. Prachthochzeit bestätigen. Werfen wir das einmal kurz hier. So. Prachthochzeit. Möchte ich gerne. Diese dort. Jawohl, diese. Möchte feiern in Wismar. Das macht doch am meisten Sinn. Muss ich nicht mal großartig reisen. Zack. Zack. So, ich möchte mich erholen. Bin ich immer noch nicht ganz von meiner Reise wieder da? Das Spiel ist noch nicht geschnallt, oder was? Kurz warten. So. Lösegeld bezahlen. Das können wir auch mal machen. 10 nehme ich auch mit. So. Jetzt nochmal. Prachthochzeit. Bestätigen. So, und jetzt nehmen wir mal einen anderen Ort halt. Nehmen wir halt mal Memel. Irgendwie passt das nicht. Irgendwie passt das nicht. Warum auch immer. Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber Gäste. Also ich kann die Zeit jetzt ja noch ein bisschen verstreichen lassen, aber. Inspiration, kreative Freiheit. Ja, halte ich mal deine Pflichten, Dietmar. So, warum können wir denn diese Prachthochzeit nicht beginnen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Ich kann jetzt wieder die Planung verwerfen. Ja, schön. Gefangene freigelassen, das ist auch schön. Ich kann Prachtreisen durchführen. So. Was? Das Reich verliert Land, wenn ein Vasall fremdländische Titel erbt. Euer Vasall, Prinz Horst, ist Erbe vom Königreich von Ungarn. Ein fremdländischer Titel eines höheren Rangs als sein derzeitiger Haupttitel. Kann der Herzogtum von Estland schaffen? Ja, machen wir das doch mal. So. Das funktioniert auch ohne Probleme. Sehr schön.
habe 3 Jahre, um eure Versprechen zu erfüllen. Ich würde mein Versprechen gerne so schnell wie möglich erfüllen, aber irgendwie... So, was möchte er denn jetzt? Ach Gott, es geht zu viel. Nichts, was er tun kann. Ist denn kein Arzt? Leute, was ist denn hier schon wieder los, sag mal? Einen Arzt suchen? Habe keinen Arzt? Was? Suche Beginn. Sofort nach einem Arzt suchen. So. Also, was ist denn hier los? Ich fordere euch auf, Bündnis zu ehren, mich in den Krieg gegen Tyrannei-König Luach II anzuschließen. Aha, Verbündete. Der und der gegen den. Kann er denn? 3300. Wo sitzt der? Ha. Naja. So. 750 ein. Dann nehmen wir erstmal an, das ist ja kein Problem. Wir heben mal unsere Armeen aus. Schicken die jetzt einfach mal darüber. Zu unserem Bündnispartner. So. Lösegeld bezahlen. Jo, nehme ich auch gerne mit. Gar kein Problem. Hofarzt. Was haben wir denn hier? Rüdiger, ein Arzt, Jungarzt, Kräuterkundler. Rüdiger, du bist ganz hoch im Kurs hier. Ich glaube, Rüdiger wird's. Auch wenn er 450 kostet. Aber wir nehmen Rüdiger. Oh nein, habe ich jetzt den falschen genommen? Vielleicht habe ich den falschen genommen. Nein, Adrian. Nein. Oh, verfluchte Hacke. Ei, ich glaube, ich habe jetzt voll den Stümper zum Hofarzt gemacht. Ah, ne, ist auch ein Arzt, Jungarzt. Okay, Kräuterkundler, passt. Oh, Glück gehabt. Meine Güte. Hat schon gedacht, verfluchte Hacke. Inspiration verwirklicht. Eine Brosche vom meisterhafter Machart. Na denn, die nehmen wir mit. So, apropos. Hier ist weiter nichts, was wir machen. Ja, wir könnten Hof halten, okay, geschenkt, aber können wir hier schon wieder Artefakt in Auftrag geben? Können wir auch. Machen wir doch einfach mal. Und, also, ich weiß gar nicht. Irgendwie so ein Möbel noch? Ja, machen wir mal. Zack. So. So, jetzt sind unsere Truppen hier erstmal in Schottland gelandet. Ich zieh die jetzt auch einfach mal zusammen. So. Und dann marschieren wir mal direkt darüber. Oh, mal gucken. Was hier so passiert. Für die Prachthochzeit ist ja noch ein wenig Zeit. Das ist ja alles nicht so schlimm. So. Jetzt können wir ihm da direkt auf die Nase hauen. Den Verteidiger. Das schafft er trotzdem nicht. Zöckchen, das Geschenk. Der Blick aus 2 bernsteinfarbenen Augen folgt mir durch den Gang als und ein leises Miau zu hören, als Zöckchen mein Bein anspringt. Meine Katze mag zwar noch jung sein, aber sie ist dennoch wild und ungestüm. Als das Tier wegstolziert, sehe ich, dass es mir in ihrem Versteck ein funkelndes Geschenk hinterlassen hat. Ihr haltet 2 Gold. Meine Güte. Sehr gut. Zack. So. Jetzt haben wir dem da schon mal auf die Nase gehauen. So, Horst ist jetzt auch beigetreten dem Krieg. So, können wir denn jetzt mal die Prachthochzeit planen? Nee, ihr seid in einer Armee. Okay, solange wir jetzt hier zu Felde ziehen, geht das sowieso nicht. Macht auch Sinn irgendwo. Offenbart das Geheimnis. Was? Mein Sohn Prinz Herbert hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Mein Vasall Bürgermeister Josef soll eine Affäre mit meiner Vasallen Bürgermeister als Beta haben. Weiß nicht, was dieses aufheben soll. Lust ist schließlich keine widernatürliche Krankheit. Oh mein Gott. Puh. Ah, lass sie doch machen, mein Gott. So. Für Herbert. Ah komm, wir haben Herbert ja enterbt. Dann machen wir es mal für Herbert. Ja. Widmen wir ihm das mal so als kleines Trostpflaster. Wenn es nicht ganz so schlimm ist für ihn. So. Ja, wir haben da ein paar Vorschläge, was man machen könnte. Belagernd. Was ist denn hier aus? Vorsicht, es ist viel zu spät. Ausgewogene Säfte, sehr gut.
So, wir könnten jetzt die Festung stürmen, aber es kostet auch ganz schön viele Verluste. Das will ich nicht eingehen, weil die Armee jetzt hier ganz schön groß geworden ist. Um Feind, wenn man so möchte. So. 46 Tage noch. So. Jetzt gehen wir mal hier auf seine Hauptstadt. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt hat er da die Truppen niedergeschlagen. Das ist natürlich auch nicht so fein. Da müssen wir hin. Oh, da oben kloppen die sich gerade. Dann gehen wir nochmal hinterher. Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Den Lump? Ja, wir kriegen ihn noch. Wir nochmal auf die Nase hauen. Zack. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir mal hier auf seine Hauptstadt. So. Nee, das ist irgendwie. Kann ich auch nicht belagern. Hä? Königreich von Schottland. Ja, wo hat er denn seine Hauptdomäne? Wo ist denn das? Da? Muss ich darüber? Dann gehen wir halt darüber. Meine Güte. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir das Richtige. Was lange währt, wird endlich gut. Was aus ehrlich, dass meine Enkelin Madla ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter ihrem Herz trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist sie keine verheiratete Frau. Allerdings wurde sie nun endlich das Geheimnis mit dem Vater des Kindes gelüftet. Froila ist für diese Misere verantwortlich. Was? Ein Ritter von mir? Meine Enkelin besprungen. Mit 57. Und wie alt ist meine Enkelin? 21. Junge, Junge. Ah. Jetzt kennt jeder die Wahrheit. Müsste ich mich wahrscheinlich eigentlich auch darum kümmern, dass die Enkelkinder alle verheiratet sind und so, ne? Ach, verdammte Hacke. Aber es gibt auch so viel anderes, was man noch tun kann. Die kloppen sich da oben auch schon wieder. Ständig hauen die sich da auf die Nase. Das bringt doch nichts, Leute. Jetzt belagert er da oben, okay. Wir kriegen das ja auch vorher noch her. Wir haben eine Bresche. Zöckchen, schnurrende Gemütlichkeit. Einmal mehr findet ein anstrengender Tag sein Ende und ich lasse mich in den Stuhl in meinen Gemach sinken. Wie lange halte ich das noch durch? Plötzlich höre ich ein leises Miauen und meine Katze Söckchen springt mir auf den Schoß, wo sie auch prompt zu schnurren beginnt. Ich sitze lang mit ihr da und lausche einfach nur dem beruhigenden Geräusch, während ich ihr graues Fell streichle. Sehr schön. Anspannung können wir mich gerade gar nicht gebrauchen. So. So, und jetzt müssen wir dem da oben nochmal auf die Nase hauen. Sehr gut. Direkt gestellt. Zack. So, 66%. Können wir denn jetzt langsam mal hier zum Ende kommen von der Misere? Weil ich habe noch eine Prachthochzeit zu planen, Leute. Ich habe noch mehr vor. Inspiration, der Schatz eines Kaisers. Leicht höhere Qualität, ja, dann mache ich das wohl. Wow. Haldemolde Gaulor. Isolde de Mer, Richard de Normandie. Hat einen Anspruch auf das Königreich von England. Oha. An den Hof rekrutieren. Aber sowas von. Jetzt wird's spannend. Okay. Ich glaube, ihr wisst genauso gut wie ich, was das heißt. Aber wir haben jetzt erstmal hier noch andere Dinge zu tun. Müssen hier noch eine Festung stürmen. Inspiration verwirklicht. Eine Skulptur von meisterhafter Machart. Sehr schön. Die können wir uns auch dann auch gleich direkt in unseren wundervollen Palast stellen. Auf ein Podest. Oder auch nicht. Das war ein Möbel, was wir haben anfertigen lassen, richtig? Bin ich verwirrt. Möbel? Möbel? Hä? Wo ist dieses Ding? Herbstdatum? Reparieren, neu schmieden? Nö. Hä? Wo ist das?
Handornament. Handornament auch nicht. Hm. Hofartefakte, es muss ja hier jetzt eigentlich da. Ah, jetzt zeigt er mir die Plätze an, wo ich es hinstellen kann. Machen wir es doch da. So. Statue. Ich hätte mir jetzt gerne noch ein wenig von Nahem angeschaut. Die Statue. So. Dort. Schaut euch das an. Hey. Statue von uns, mehr oder minder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Cool. Okay, zurück zu unserem Feldzug hier. Ach, jetzt belagert der da unten. Ach, das ist doch auch Mist. 95 Verluste. Na komm, gut zur Lücke. Durch da jetzt. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir da nochmal hin. Essi. Amtstetten? Wo ist das? Wo ist Amtstetten? Ach, kleine Grafschaft. Schockt ja gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Hau ab. Man sagt zwar, Kleinvieh macht auch Mist, aber das Kleinvieh schockt mich nun mal gar nicht an. Ja. Kannst du schon wieder abhauen, ne? Aber, So, Sieg. 86%, Leute. Oh, ein inspirierter Charakter kann finanziert werden. Dann machen wir das doch. Sehr schön. So. Okay. Müssen wir jetzt noch eine Grafschaft... da wird ja schon hier zur Gegenrevolution ausgeholt. Das geht ja gar nicht. Müssen wir ja gleich mal unterbinden hier. Zack. So, 100%. Jetzt beende es bitte. So sei es. Na, Schottland erhielt begrenzte Lehnsautorität. Hat keinen Einkerkerungsgrund. Wird abgesetzt. So sei es. Alle Armeen auflösen. Zack. Und jetzt? Wer ist jetzt King? Geschwister? Eltern? Zulach von Schottland. Diplomatie, mit dem bin ich jetzt auf jeden Fall nicht verbündet. Es ist nicht. Dem hier bin ich verbündet. Genau. Ansprüche? Königreich von Schottland, der könnte sogar schottischer König werden. Theoretisch. Ganz blöd, könnte ich dem den Krieg erklären? Beatrice Dunkelt. Ui. Ich habe sogar Beatrice Dunkelt hier. Die einen Anspruch darauf hat. Königreich von Schottland zu... Ach, Leute, es wird gerade immer spannender hier in diesem Let's Play. Okay, okay. Das ist äußerst interessant. Aber jetzt will ich hoffentlich endlich erstmal diese Prachthochzeit hier über die Bühne bringen. Die ich jetzt aber irgendwie immer noch nicht beginnen kann. Warum nicht? Ihr sollt das Geld bekommen. Ja, seht zu. Bei euch verbessern, das passt auch alles. Keine Kosten, Karawanenführer, das ist auch Banane. Werdet nirgendwo hin reisen, wenn ich jetzt sage, woanders hin, Memel, kann ich die Prachthochzeit aber auch nicht beginnen. Bereits an einer Aktivität teil. Welchen Aktivitäten nehmen die denn teil, verdammte Hacke? Das gibt's doch nicht. Dass die ganze Zeit immer an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen. Ich will endlich eure Hochzeit hier über die Bühne bringen, Leute. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist, so. Sowieso gerade schon verteidigend. Wisst ihr was? Ich glaube, wir ziehen das jetzt hier einmal durch. Thun und Schottland. Das machen wir jetzt einfach mal.
Ansprüche von Beatrice Dunkelt, genau. Zack. Kriegerclan. Abfahrt. Alle Armeen ausheben. Und dann wollen wir mal darüber. Wir sind ein glorreicher Kaiser. Als Zeichen meiner Treue. Ich hoffe, mein Eid, mich unterzuordnen reicht als Beweis meiner Ehre. Ansprüche. Ja. Führt sie herein. Eure Eide sind alles, was für mich zählt. Was für ein Trauerspiel. Gut. Sollen die Vasallen ruhig ein wenig buckeln? Das ist ganz in Ordnung. Und dann versuchen wir jetzt mal Schottland mit dazu zu holen, ne? Versuchen wir es jetzt einfach mal. Mut zur Lücke. Verlüb ist abgelaufen, genau. Es hat nicht sollen sein. Irgendwie hat es ja leider nicht geklappt. Prinz Horst. Eure Ehrlosigkeit hat ihren Preis. Ruhmstufe verloren. Eieiei. Sind nur noch erhaben, nicht mehr sagen umwoben. Das ist natürlich nicht so fein. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Irgendwie, das ist doch Mist, dass das mit der Hochzeit nicht geklappt hat. Das nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Miau, ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Söckchen mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jenem unverkennbaren Stil versiegelt ist, die meine Vasallin Gräfin Rosa pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Es liegt schwer auf mir, dieses Geheimnis wahren zu müssen. Okay. Und danke, Mathilda. Jo. Okay, wir haben ein Geheimnis erfahren. So, Verlübnis gebrochen. Können wir es denn jetzt vielleicht nochmal machen? Heirat arrangieren? Ich bin jetzt einfach mal stumpf und mach's jetzt nochmal. Denn diesmal halt nicht als Prachthochzeit, sondern... sondern normal. Vorschlag abschicken. Ausgezeichnet. So, jetzt haben wir es den gleichen nochmal. So. Unsere Truppen sind gelandet. Ist auch fein. Die ziehen wir jetzt erstmal zusammen. Wo hat er denn seine Hauptdomäne hier? Da einmal noch. Okay. Dann gehen wir doch mal da drauf. Auf Schottland. Jetzt versuchen wir es mal im Schnelldurchlauf. Inspiration verwirklicht. Ah ja, eine berühmte Rüstung. Na fein. Das geht auch besser. Perfekt. Das war einfacher als gedacht. Okay, eins nach dem anderen jetzt. Jetzt gucken wir hier nochmal kurz. Wolfgang wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsener zu sehen. Ah, Wolfgang. Amigo. Bist ja auch schon so alt. Wie schnell sie doch Flüge werden. Charismatischer Verhandler. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir bräuchten eigentlich tatsächlich mal einen noch irgendwie im Klerus zu Gelübde-Auffolger auffordern. Wolfgang, es tut mir leid, aber du musst. Einer muss auch mal dahin und Dinge tun. Auch wenn du verdammt gute Perks hast, aber ja, tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, aber es nützt ja nun mal nichts zu Gelübde-Auffordern. So. Dann können wir jetzt hier unsere Forderung durchsetzen. Forderung erzwingen, so sei es. Und jetzt gehört Schottland mit zum Bayerischen Kaiserreich. Ja, wie geil ist das denn? Das war ja wieder einfacher als gedacht. Okay, cool, stabil. Also ich feiere das hart. Das Bayerische Kaiserreich wächst. Jetzt sind wir sogar schon, haben wir das Festland verlassen, uns auf eine Insel ausgebreitet. Hervorragend. Hervorragend. Gut, und in dieser Stimmung würde ich das Let's Play an dieser Stelle erstmal beenden wollen, die heutige Episode. Und ja, dann werden wir mal sehen, dass wir hoffentlich in der nächsten Episode dann Horsts Hochzeit über die Bühne bringen können. Und diesmal dann hoffentlich klappt es auch. Ach, jetzt haben sie sogar schon geheiratet. Perfekt. Es ist sogar schon durch. Keine Prachthochzeit. Hat jetzt einfach funktioniert. Sehr gut. Ich spreche Lob und Anerkennung aus. Aber dann wollen wir uns in der nächsten Episode dann vielleicht nochmal in Richtung England wenden. Das könnten wir ja auch vielleicht noch zu einem Vasall von uns machen. Und genauso auch Dänemark. Wir werden sehen.
spannende Dinge kommen auf uns zu. Und dann freue ich mich darauf, euch in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin bleibt mir jetzt erstmal nichts anderes übrig, als euch noch einen granatenstarken Tag zu wünschen. Macht's gut, bis dahin, ciao.